Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meinem Collection-Update präsentieren. Wir wollen uns nämlich heute wieder anschauen, was ich so in der letzten Woche an Collectibles gesammelt habe, beziehungsweise wir wollen auch wieder ein bisschen shoppen gehen. Ich habe mir nämlich dieses Mal die Nightfee rausgesucht und da wollen wir das ein oder andere uns holen und mal schauen, wie viel Anima ich da schon insgesamt zusammengefarmt habe. Als allererstes schauen wir uns einmal hier im Add-on All the Things an, wo wir jetzt gerade stehen. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei fehlenden Items 13.043, was 98,22% entspricht. Und jetzt sind wir bei 13.017 Items, was 98,25% entspricht. Heißt, ein paar Sachen haben wir quasi wieder abgehakt. Nicht sonderlich viel tatsächlich, aber liegt auch so ein bisschen dran, da ich an manchen Stellen am Bohren bin, wo es nur noch ganz, ganz wenige Sachen sind. Und da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn einem da noch ein bisschen mehr fehlen würde. Gut, wir können mal durchgucken, was ich so bekommen habe. Bei den Wildtieren hat sich leider nichts geändert. Ich habe leider diesen Warter immer noch nicht gekriegt. Ihn hier, vergoldeter Warter. Ich glaube, in den letzten Tagen habe ich mit allen Chars zusammen, und ich habe ja mittlerweile ein paar Level 60er Chars, 100 Kisten aufgemacht. Ums Verrecken, dieses Pad ist da nicht drin. Ich hätte es mir für 70.000, 80.000 einfach im AH kaufen sollen. Aber jetzt bin ich da zu verbissen und ich will es selber aus der Kiste rausziehen, weil ich das Gold mir sparen möchte. Aber mal gucken, vielleicht droppt es noch. Dann bei den Mounts hat sich tatsächlich eins getan. Und zwar habe ich jetzt anstatt 18 fehlenden nur noch 17 fehlenden Mounts. Und was habe ich bekommen? Und zwar aus der Nekrotischen Schneise den Marktzahn, ein Mount, was relativ selten dort droppt. Da nochmal Grüße raus. Wir sind im Stream da zusammen reingelaufen und einer quasi hat es mir dann geschenkt gehabt. Hier nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle, hat es mir abgetreten. Und ja, ich hatte sogar eine Belohnung ausgelobt, aber die wollte er nicht haben, hat es mir umsonst quasi gegeben. Sehr nicer Move an der Stelle. Und ja, dementsprechend ein Mount weniger und ich musste nur 30 Runs rein, was hier geht. Wenn ich da an Leute, die ich kenne hier, denke, die da ein paar hundert Tries gebraucht haben, habe ich schon relativ gut gehabt an der Stelle. Gut, dann bei Sets werden wir vielleicht nachher uns dieses Set gleich holen, da ist immer noch eins drin. Bei Berufe ist es auch gleich geblieben, Herstellungssachen ist ebenso. PvP habe ich ein paar Sachen gut gemacht und zwar, ich habe einfach so die Daily RBG Win gemacht, ne? Also ich mache, oder nicht Daily, aber ich mache immer ein bis zwei Wins in der Woche, einfach um die wöchentliche Belohnung mitnehmen zu können und so nach und nach kriegst du ein bisschen Rating und mittlerweile bin ich auf einem 1400er Rating und wenn du 1400er Rating hast, kriegst du halt schon mal ein paar Sachen von dem PvP Set und dementsprechend ist da ein bisschen was raus. Ich müsste mal gucken. Vorlagen, Sets, hier, genau, also ihr seht, von dem Elite-Set habe ich jetzt drei Teile gekriegt, die kriegst du mit 1400, dann, ich glaube, mit 1800 kriegst du nochmal was und dann mit 2.1 kriegst du dann auch nochmal was und dann mit 2.4 ist, glaube ich, der, oder ist mit 1800 war das restliche Gear und mit 2.1 war es der Wappenrock, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, da gibt es dann noch ein bisschen mehr Items, aber PvP spiele ich erst später in der Season ein bisschen weiter und dementsprechend jetzt RBG nur ein bisschen, um Transmog mitzunehmen. Genau, so viel dazu. Die Flyparts sind auch gleich geblieben. Dann bei den Erweiterungsfeatures habe ich irgendwie 13 Sachen plus gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ein paar Items aus dem Spiegeln rausbekommen. Ich bin ja mit meinem Monk an dem Spiegelset tatsächlich dran und da habe ich ein paar Sachen bekommen, beziehungsweise auch den Rücken habe ich da gekriegt. Das Spiegelset droppt deutlich besser als die beiden Sets vom Necrolord. Ich bin beim Einigkeitsset immer noch bei zwei Teilen und beim Monstrositäten-Set immer noch fehlen mir noch zwei Teile, also die wollen leider einfach nicht. Und bei dem Spiegelset vom Ventier geht es langsam tatsächlich, langsam aber stetig bergauf. Da habe ich ein bisschen was zumindest da plus gemacht. Dann Erfolge ist auch was weggegangen und zwar sind es jetzt hier noch drei Unterpunkte. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich einmal die Heldentat natürlich gekriegt habe. Dann habe ich abgeschlossen diese Geschichte hier mit den Missionen im Schlund. Ne? Die ganzen Schlundmissionen habe ich jetzt tatsächlich alle fertig. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, sind quasi die drei Seelenbande auf Stufe 60 bringen. Und eigentlich müsste die Mission jetzt fertig sein. Ich muss mal kurz gucken. Hier sind zwei Missionen fertig. Wenn wir die jetzt abgeben. Ah, da ploppt es auf. Habt ihr gesehen? Weil jetzt quasi
mein letzter der drei Seelenbande, der hier, auf Stufe 60 hochgegangen ist. Die anderen beiden habe ich ja schon auf Stufe 60, also ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Und mittlerweile ja, sind meine Anhänger ja alle relativ hoch. Also ich habe im Schnitt, hier sieht man es, 55 ist der Schnitt von meinen Anhängern. Und wie gesagt, die drei Seelenbande haben wir jetzt auf Stufe 60 und dementsprechend auch hier alle Achievements unter den Pakten, zumindest mit dem Necrolord, ne? Bei den anderen Covenant gibt es ja noch das ein oder andere. Aber overall fehlen mir jetzt nur noch 12 Erfolge, ne? Das müssten quasi die schöne Sache im in Torghast sein mit hier 250.000 von Dasma verdient. Aber ich habe schon, mittlerweile haben wir Halbzeit und halt dann, weil ich ja nicht aktiv am Raiden bin, im Moment die Raid Achievements, ne, das sind 10 Mythic-Bosse, plus dann das Meta-Achievement ist das 11. Also die Sachen sind's. Dann wäre ich zumindest, was Necrolord-Seite angeht, mit allen Erfolgen fertig. Gut, da muss ich mir mal überlegen, was wir vielleicht mit den Raid-Sachen machen, beziehungsweise ob ich Torghast Hardcore farme, weil ich habe schon gesehen, mit 9.1 kommen in Torghast einige Sachen rein und ja, dann muss ich wahrscheinlich eh x-mal Torghast laufen, um die neuen Collectibles zu farmen, deswegen werde ich wahrscheinlich das hier, also dieses Fantastisch, nicht mehr jetzt hochfarmen, wenn ich danach eh nochmal rein muss. Aber das muss ich mir nur überlegen. Genau, da, wie gesagt, bei den Erfolgen ein paar Sachen weg. Dann bei Weltbeute hat sich nichts getan. Bei Außenbereichen habe ich irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was, um ehrlich zu sein. Da habe ich ein Ding weniger. Und hier bei Dungeon und Schlachtzügen sind es drei Sachen. Erstmal ist einmal, hier sind die Dungeons raus, ne, weil ich das Mount jetzt auch habe und allen Transmog aus den Dungeons. Dann habe ich ein so ein Waffentoken bekommen. Ihr seht, ich brauche jetzt nur noch einen Ventier-Dolch. Das muss ich mit meinem Rogue quasi spielen, den ich extra bei den Ventier nochmal ja, angeheuert habe. Und ich hatte davor, hat mir, glaube ich, noch eins bei den Nightfee gefehlt. Da habe ich mittlerweile zwei Tokens noch bekommen. Heißt, das letzte bei den Nightfees haben wir jetzt quasi auch weg damit. Und dann habe ich mir hatte ja noch hier im HC auch ein Trash-Item gefehlt. Das habe ich für 15 km/h gekauft. Das war ein Rücken 2013 und der hatte mir noch gefehlt. Der war immer so für 30k auf Antoninas drin und gestern war er dann mal für 15k drin. Dachte ich mir, komm, Hälfte Preis. Mit 15k machst du nichts kaputt. Kaufst ihm, gibt es irgendeinen Twink den Umhang, dass er noch einen Nutzen hat, dass ich ihn auf dem Main nicht wegschmeißen muss oder beim Händler verkaufen muss. Dann hat ein Twink irgendwie noch einen schöneren Umhang und gut ist, ne? Was ich leider nicht gekriegt habe, ist sowohl der HC-Kopf als auch der NHC-Kopf. Das ist ja das Einzige, was ich aus dem NHC und dem HC brauche, außer dem Token. Aber das Token kann ich ja in jeder Schwierigkeitsstufe holen. Ne? Und ich war letzte Woche mit drei Chars, nee, ich war mit jedem Char, habe ich den Endboss im NHC gekillt. Ich habe mit zwei Chars komplett NHC gecleared. Sowohl bei den 4 Kills war nichts drin, als auch bei den 6 Kisten-Tries war nichts drin. Mit dem Main habe ich dann Mythic wäre schön, HC den Endboss noch gekillt. Da war natürlich nichts drin. Habe dann nochmal HC komplett geklärt, dass ich auch 3 Kisten-Slots habe. War natürlich auch nichts drin. Aber werde ich die Woche vielleicht nochmal probieren und dementsprechend schauen wir, ob wir da was rausziehen. Genau, das ist soweit das, was sich gebessert hat. Übrigens, letzte Woche hatte ich ja auch noch gesagt, dass hier einige buggy Sachen drin waren. Nach dem Update war es tatsächlich mein Fehler. Ich habe zwar Debug gehabt, ne? Also quasi hier im einmal Debug-Modus und dann wieder umgeschalten, aber ich habe nicht mehr hier manuell resettet. Der manuelle Reset, also wenn ich, was ist denn das? Ich glaube Shift und Rechtsklick ist, sortiert man die Gruppen, Shift-Linksklick ist Collection Refreshen. Okay, jetzt hängt es gerade, aber ich kann euch den Chat kurz zeigen. Also Shift-Links-Klick, falls ihr dasselbe Problem habt. Ich habe das nicht geblickt. Ich dachte, wenn ich es debug, dann ist alles resettet. Aber nein, man muss debuggen und quasi Collection resetten, dass Buggy-Sachen rausfliegen. Die sind jetzt auch rausgeflogen und dementsprechend sind jetzt hier keine Gedönse mehr drin, die ich quasi, ja, nicht brauche. So, jetzt haben wir natürlich genau das geschafft, was nicht sein sollte. Wenn man hier so refresht und debuggt, dann muss er natürlich alle möglichen Daten ziehen und dann leckt es wie Sau. Ihr seht ja, hier hat er dann einmal refreshed und dann sind auch diese Buggy-Sachen drin. Ich hatte ja teilweise dann hier wieder die Burning Crusade-Ressourcen und lauter so ein Käse drin. Das war natürlich nichts. Jetzt habe ich hier versehentlich die falsche Kombi gemacht und jetzt hat er hier die Sachen sortiert. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, das haben wir uns jetzt angeguckt. Wir können einmal jetzt rüber switchen zu meinem
Night-Feature und dann bei dem nochmal ein bisschen gucken und das ein oder andere vielleicht noch kaufen. Ich habe mir nämlich relativ viel Anima zusammengesammelt. Ich würde sagen, wir switchen mal hier rüber. Das ist mein Night-Feature. Und zwar habe ich mit dem einiges an Anima. Ihr seht, ich bin einmal im Cap oder einen Punkt unterm Cap. Ich habe hier ein bisschen was im Inventar. Und was ich noch mehr habe, ihr seht, hier auf der Bank habe ich noch einiges. Und das ist teilweise hochgestackt, ne? Also hier auf 66 gestackt oder teilweise auf 70 auf die blauen Token. Also es müsste einiges liegen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es overall ist. Ich schätze, irgendwas zwischen 60 und 100.000 Anima müsste ich hier haben. Also das ist eine grobe Schätzung, ne? Bei meinem Venti hatte ich über 60.000 und bei dem habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr als beim Venti, also irgendwas zwischen 60 und 100k schätze ich mal. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an, kaufen uns hier einfach ein. Ich habe bei dem fast noch nichts geholt, also es ist noch fast alles offen. Wir werden jetzt einen Covenant nach dem anderen so ein bisschen abklappen. Okay, der hat sich jetzt wieder beruhigt, bloß dass er das dann quasi auch mitcheckt, das ganze Zeug. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Also, wir gucken jetzt mal zum ersten Händler. Jetzt tun wir mal hier den ganzen Mist da einmal runter, dass wir da nicht das falsche Zeug dann gleich verkaufen. Also, was habe ich mir schon geholt? Ich habe mir das Spielzeug schon geholt, das Mount und das Pad und alles andere fehlt mir noch. Also, die Waffen-Transmog, dann können wir uns hier kaufen einen Rücken, dann einen Gürtel, einen Umhang, Handgelenke, was ist das hier Schönes? Hände haben wir uns auch noch. Dann gehen wir weiter. Noch ein Umhang. Noch ein Umhang. Zum Glück habe ich auch genug, ne? Dankbare Gaben. Ich habe auch einige gefarmt. Wahrscheinlich habe ich eh zu viel. Hier einfach alles rein. Mal gucken, bis ich kein Anima mehr habe. Okay, jetzt ist mein Anima zu Ende. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes kaufen kann. Günstiges vielleicht. 1000. Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe knappe 3k, ne? Da kann ich mir leider nichts mehr mitkaufen. Okay. Dann würde ich sagen, lernen wir jetzt erstmal die ganzen Sachen. Ich tue jetzt vielleicht mal mein Gear hier unten hin, dass ich das dann nicht versehentlich loswerde. Also der Char, der hat jetzt kein High-End-Gear, aber zumindest, was hat der? 209, ne? Das würde ich ungern verkaufen und ja, ich hab schon das ein oder andere Mal geschafft, dass ich auf mein Main-Gear weggehauen habe und das ist immer ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ein bisschen ärgerlich, wenn das passiert. Deswegen versuche ich da so ein bisschen zu schauen, dass ich nicht wieder in die Pedulie komme, dass ich dann irgendeinen Kack anhab. So, das können wir hier runter tun. So, das können wir schon wieder zurückkaufen. Gut, also wir haben jetzt ausgegeben 35.000 minus 3k, ne? Also 3k merken wir uns jetzt mal. Dann haben wir jetzt ausgegeben 32.000. Jetzt zahlen wir mal ein. Also ich vermute, dass es komplett voll geht. Ja, jetzt sind wir wieder im Cap. Okay, gehen wir wieder hoch. Und schauen mal. Warte mal, wir haben ja hier diesen Nightfee-Sprint da. Also 60 kamen wir schon mal auf jeden Fall geknackt, ne? So, Brust, Kopf. Ding, jetzt kommen wir noch ein paar Waffen. Zum Glück, die Mounts habe ich mir ja so schon geholt, ne? War ja hartnäckig bei allen möglichen Covenants. So, das haben wir alles. Dann tun wir mal auf alle umschalten. Dann sind nämlich immer noch ein paar Waffen drin. Und Umhänge. Ah, seht ihr, hier. 1, 2. Ah, es ist schon wieder Feierabend hier. Schon wieder Feierabend. So, Dollar. Okay, dann tun wir das jetzt mal noch lernen. Ah, da oben hat er jetzt ein bisschen Ding weg. Stuff weg. Waffe packen wir jetzt auch mal darunter. Aber seht ihr, ich habe jetzt schon über 60.000 alleine bei dem einen Händler rausgehauen. Also es ist so krass, was du hier an Anima brauchst. Das ist echt richtig übel. Aber das ist auch einer der Händler, der am meisten tatsächlich am meisten Anima frisst. Wobei es gibt dann auch noch ein paar Waffentoken und Gedöns, ne? Wo man dann teilweise
teilweise dann für einen Waffentoken 30.000 raushaut. Ne? Also das ist dann nochmal eine andere Ausnahme, aber hier hast du overall am meisten Zeug. So, Dollar. Was brauchen wir denn jetzt noch overall? Also hier, was wir so sehen, haben wir alles, aber wenn wir hier umschalten auf alle Klassen, dann haben wir jetzt noch 1, 2 Teile, sonst ist alles, oder? Ja, 2 Teile sind es noch. Das sind einmal noch 7.000 Anima. Was haben wir jetzt ausgegeben? Erst 32k und jetzt haben wir nochmal 32.500. Also sind wir jetzt bei, jetzt runden wir es mal auf, dann sind wir jetzt bei 65.000, ne, was wir rausgehauen haben. Mal gucken, ob nochmal Cap reingeht. Nochmal. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt haben wir nochmal 32k. Also haben wir overall 90, 5, 6, 97, also fast 100.000 Anima hatten wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir die mit den letzten paar Tausend hier nochmal ein paar Sachen holen. Also wir wollten hier umschalten. Also bei dem hier sind es allein 70.000 Anima, was ich bei dem einen Händler rausballer. Ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und, seht ihr das? Holy moly, ich habe fast meine ganzen dankbaren Gaben raus. Okay, dann habe ich mich anscheinend hart verrechnet. Ich dachte, dass ich weitaus genug dankbare Gaben habe, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hoffen wir, dass wir den anderen Händlern nicht mehr so viele dankbare Gaben brauchen. So, ich kann mir jetzt bei dem hier für 35k noch ein Teil kaufen. So, dann haben wir jetzt die Händler weg. Seht ihr etwas Nützliches? Gut. Dann würde ich mal sagen, hatten wir, glaube ich, hier unten noch einen Händler. Mal schauen, was wir uns bei dem alles noch holen können. Der hatte ja noch ein paar Waffen. 1, 2, 3, 4. Dann schalten wir hier mal um. Da sind wahrscheinlich dann noch welche dabei. 5, 6. Ja, alle können wir uns leider gar nicht mehr holen. Hier sind dann noch 2 offen. 2 sind noch offen. Aber das war auf jeden Fall einiges an Transmog. So. Dann würde ich sagen, legen wir das ganze Main Gear wieder an. Und dann schauen wir mal overall, was wir jetzt noch brauchen. So, okay, das Gear haben wir soweit wieder an. Checken wir das mal. Müsste soweit passen. Das können wir nämlich jetzt alles weghauen. Ach, das will der Händler gar nicht haben. Okay, dann halt nicht. Ich glaube, da müssen wir wegschmeißen, oder? Das ist dumm. Wegschmeißen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich für die anderen Sachen noch dankbare Gaben brauche, weil ich habe jetzt nur noch 31. Also ich dachte, dass ich weitaus genug habe, tatsächlich. Weitaus genug. Jetzt schauen wir hier mal. Also hier brauche ich noch 10, 20... Okay, also 20. Ich habe nur 31, ne? Ich hatte ja 800 oder so fast. Also krass. Du hast Gear verkauft. Warte. Alles auf Lager. Warte, hab ich's verkackt? Ach, was Grünes. Ja, das ist egal. Das hier. Was Grünes ist egal. Alles gut. Solange ich nicht mein Main Gear verkaufe, ist nicht so schlimm. So, okay. Das können wir noch wegtun. Und das müssen wir auch noch wegtun. Also hierfür brauche ich dann dementsprechend noch 20 dankbare Gaben und es waren jetzt, was sind 7.000 Anima, ne? Und dann kann ich mir jetzt an mehreren Stellen noch Sachen kaufen und zwar einmal hier drin habe ich gesehen. Jetzt machen wir mal hier beim zweiten Account das Ding aus. Und zwar haben wir hier oben noch den Typen, braucht der auch dankbare Gaben? Nee, der braucht nur Anima. Also bei ihm fürs Set-Token brauche ich 12.500 Anima, das ist auch nochmal viel. Und dann gibt es noch 2 andere Händler. Und zwar gibt es hier noch den einen, aber da sehe ich jetzt nicht 5.000, 5.000. Da brauche ich 30.000 für das. 3.500. Okay, also hier sind nochmal ein Händler. Und dann dieser Pilz-Fraktions... Warte mal, habe ich mir... Ach doch, das habe ich schon. Okay.
Das war sie jetzt. Ah ja, genau. Das ist diese Pilzfraktion. Und hier gibt es auch nochmal 350 Anima, 5 dankbare Gaben, auch nochmal 5. Und hier auch nochmal 5 und nochmal 25.000 für das Set, ne? Und dann haben wir nochmal 5.000, 5.000. Ah, da brauche ich jetzt, warte, wie viel brauche ich hier? 1, 2, 3, 4, 5. Also 25 plus die 20, dann sind es 45. Okay, aber dann bin ich ja, also diese 45 dankbare Gaben, 31 habe ich, die kriege ich ja in 2, 3 Tagen easy zusammen. Ich brauche wahrscheinlich jetzt nochmal 100.000 Anima für die teuren Geschichten, ne? Also, ich kann es jetzt mal grob noch zusammenzählen, was da noch offen ist. Das ist der Mythic-Händler, da ist ja nichts. Also, wir hatten ihn hier noch, 5.000, 10.000, dann hier 30.000, haben wir 40.000, 3, 5 und 3 sind 7. Also 47, allein der eine Händler, das haben wir schon. Dann hatten wir hier 2 Waffen, hier wird jetzt aber nur eine angezeigt, sind nochmal 7, sind wir bei 14... 54.000. Dann haben wir hier nochmal 12. 4, 5, 6. 66.500. Was haben wir hier? 10.000 haben wir 76. Dann nochmal 25, okay, jetzt wird's peinlich, ich glaube, ich rechne es jetzt mit dem Ding nebenbei. Und 25, dann sind wir bei über 100, 101 und was haben wir hier noch? Und dann nochmal 7, dann müssten wir bei 108.500 sein, ne? Also ich brauche dann nochmal das, was ich schon gefarmt habe, tatsächlich, uff, also hier die Nightfee sind mit Abstand die teuersten. Ne? Bei den meisten anderen Covenants braucht man ein bisschen über 100k. Bei den Nightfee braucht man halt weit über 200k, dass man sich alles kaufen kann. Aber die Hälfte haben wir jetzt in etwa. Also ein bisschen was kommt tatsächlich noch auf mich zu. Aber ja, bin jetzt auf jeden Fall recht zufrieden, dass wir schon mal etwa 100k hier, fast 100k hier rein investiert hatten. Haben wir ja schon mal einiges gefarmt. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir auf den Main zurück. Jetzt müsste hier eigentlich das auch nochmal gut runtergegangen sein mit den Punkten bei den Erweiterungsfeatures. Also hier Nightfee Covenant müsste jetzt einiges raus sein. Wahrscheinlich muss ich die Illusion einmal refreshen, dass die raus ist. Ja, yep. Oder wir können mal hier die komplette Erweiterungspacks refreshen. Aber das müsste dann passen. Dann sind wir jetzt bei 1282 Items und 98,30%, das ist doch wieder eine schöne Zahl. Und das meiste, was ich ja leider noch offen habe, ist bei Erweiterungsfeatures sind Quests, ne, die halt erst angezeigt werden, dass ich sie gemacht habe, wenn ich auf dem Account einen habe, mit dem ich durchgequestet habe. Und da die Twinks auf dem zweiten oder auf dem anderen Account sind, zählt es zwar mit den Transmox rein, weil die auf demselben Battle.net sind, aber das Add-on checkt es halt nur, wenn ich es mit dem Char mache oder mit einem Char auf dem Account. Okay, gut, dann sind wir tatsächlich mit allem durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.